Da sind wir wieder. Mal gucken, ob mein nächster Hinweis klappt. Denn der ist random. Und der ist kacke. Naja, was heißt der ist random? Den hätte man haben können, wenn man einfach nochmal ein bisschen Zeit in Kommunikation investiert hätte. So, ich hoffe, das ist hier gewesen. Schauen wir mal. So, wie heißt das Dorf? Kommen wir mal. Genau, hier sind wir tatsächlich richtig. So, wir müssen hier nochmal mit den Einwohnern reden. So, der Ebertfelsen ist das erstmal seit 50 Jahren wieder aufgetaucht. Nördlich des Dorfes kann man ihn bewundern. Schön. So, das ist das Haus von Rem und ihrem Opa. So, als ich nach dem Zusammenbruch der Welt aufwachte, befand ich mich auf einmal in der Burg Doma. Das kennen wir auch schon. So, hier war jetzt soweit eigentlich nichts. Aber eigentlich hat man doch mit den Leuten geredet hier, oder nicht? Oder bin ich jetzt deppert? Ne, hier ist das Haus? Hier ist das Haus von dem. Und genau, gut. Das heißt, in das Haus gehen wir nochmal rein. So, das Haus vom Ältesten. Ein Jahr ist nun her. Ja gut, okay, das hatten wir auch schon gehabt. In Dialog. Was ist mit dir? Eines Tages kam der Butler eines Adligen aus Jidor und nahm jenes Mädchen mit sich. So, das hätten wir gebraucht. Geil, oder? Ein Butler aus Jidor. Ja, dann müssen wir doch nochmal nachgucken, was das auf sich hatte. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ach, guck mal, das sieht ja komisch aus hier, ne? Hinfort mit dir. Osas Tagebuch liegt auf dem Tisch. Einen Blick riskieren? Ja. Es ist lange her, dass ich solch ein monumentales Gemälde kaufte. Der Rahmen ist so groß, dass es in meiner Galerie keinen Platz findet. Einen geeigneten Platz muss ich mir daher erst noch überlegen. Umblättern? Ein Maler aus Soso besuchte mich heute. Er zeigte mir seine Werke, die mein Auge aufs Tiefste beleidigten. Was bilden diese Dilettanten sich ein, meine kostbare Zeit so zu vergeuden? Da die Lampe an der Treppe zerbrochen war, ließ ich eine neue beim Krämer kaufen. Ihr Preis war hoch, doch strahlte sie hell und mit nur einem Knopfdruck kinderleicht zu bedienen. Ich lud einen Maler aus Kohling ein, doch auch sein Handwerk vermochte mich nicht zu überzeugen. Eine seltsame Krankheit hat mich befallen. Schwach bin ich, seit ich dieses Bild in Auftrag gab. Zudem bilde ich mir ein, seit kurzem merkwürdige Geräusche aus dem Keller zu hören. Hier enden die Einträge. So, bevor wir hier jetzt weiterlaufen, werde ich doch noch mal ein bisschen, werde noch mal kurz vor die Tür gehen und meine Magiepunkte auffüllen. Also schlafen, denn Zelte sind günstiger als das Schlafen in einem Gasthaus. Also dafür könnten schon ein paar Tableflips kommen, finde ich. Habe ich nicht gespeichert. Blau. Ich schlauer Mensch, ich. So. Jetzt wissen wir zumindest die Lampe.
Na, und jetzt können wir nämlich auch die Lampe betätigen hier oben. Aha, das Licht ist wieder an. So, das Bild einer hübschen Frau. Bam. So, Blitztech. Ach komm. Ich bin dafür, dass wir die jetzt einmal ein bisschen ummatchen. Magie. Ich würde sagen, Feuer ist gegen die ganz gut. Heilen mich. Okay, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, einmal Vitra noch auf. Und weiter kann's gehen. Bam! Einmal Suplex. Und yay! Geschafft. Und oh Wunder, eine Tür. Mit dieser kommen wir hier in einen Keller. Das Anwesen. Bild einer Tür. What the hell? Das ist ja creepy hier. Da wird man einfach in ein Bild gesogen. Alter, dieser Schaden. Junges. Tian haut jetzt aber auch rein. Der knüppelt hier richtig. So, wir haben zwei Türen. Ich nehme erstmal die erste. Hier hinter verbirgt sich eine Kiste. Mit einem Mogri-Kostüm. Ach, das ist ja süß. Und eine zweite Tür. Okay. Schauen wir mal. War da gerade eine Person? Wie frech. Okay, die mittlere Tür ist es schon mal nicht. Moment, ist da oben noch irgendwas? Totenring. Keine Ahnung, was der uns bringt, aber wir haben einen Totenring bekommen. Okay, also viel halten die Gegner hier nicht aus. Das ist nun schon mal etwas. So, was bringt denn der Totenring? Guck doch mal. Davon haben wir schon wahrscheinlich welche. Ja, nee. Ein von Toten verfluchter Ring. Sein Träger verwandelt sich in einen Untoten. Nein? Ganz sicher nein? So, gucken wir mal, was diese Tür macht. Links oben war ein Speicherpunkt. Okay, es ist die linke Tür. Links oben war ein Speicherpunkt. Ich gucke mir das gleich mal an. Oh nee, Seelenbälle sind scheiße. Gegen die haben wir schon mal gekämpft. Hätten so wenig aus, was soll denn das? Speicherpunkt. Achso, da war ein Speicherpunkt. Ja, tatsächlich. So, es kann ja nur dieser Weg hier sein. Auch witzig, wie die Tür da einfach eine Etage drüber hängt. So, da oben den Speicherpunkt, den nehmen wir natürlich mit. Warum sollten wir das auch nicht tun? Oh, der Konter war gut.
Und jetzt kommt hier richtig Härte. Na gut, Saki. Dann schlaf gut, hab eine gute Nacht und danke, dass du so lange hier warst. Bonk. Oh nein, jetzt kommen hier Mimikkisten an, oder was? Nee. Und bis später, würde ich sagen. So, guck mal, das ist die Katzenfrau hier. Alter, die macht aber auch einen Damage. Damage, Damage. Aber Sian regelt. Gil erhalten. So, wir prügeln uns jetzt hier von Katze zu Katze. Man kontert die eigentlich ständig? Weiß es nicht, aber das ist schon echt hart. Gravitas erhalten. Ocean, super. Wieder so ein nutzlos Gegenstand hier. Was? Der André auch? Alles klar, hab eine gute Nacht und bis später. Ich freue mich auf eure Anwesenheit später. Gut, aber hier kriegen wir einen Präventivschlag. Das ist doch mal nett. Auch wenn ich oft nur im Hintergrund laufe. Oh. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich bei euch im Hintergrund laufen darf. Das heißt ja, dass ich euch doch irgendwie erreiche. Ether erhalten. Und die letzte Truhe, glaube ich. Ah, aber diesmal ein Hinterhalt. Das ist schlecht. Weil die Olle nämlich ganz schön der oder die oder das Nail ist. Ganz schön Wumms hat. Meine Stimme ist so entspannt. So einschläfernd. Terra hat Elimini gelernt. Reicht aber noch nicht aus. So. Ich würde fast sagen, die sieht so ein bisschen aus wie Celeste, ne? Ah. Hallo, Nakamis. Oh nein. Hat der gerade ernsthaft einen, Todesurteil gesprochen. Ja, hat er. Ah, nervig. Aber gut. Zum Glück hält er nicht so viel aus. Ah, hier ist die nächste Tür. Das echt nicht schön hier. Aber zumindest ist das der perfekte Zeit, sich einmal hinzulegen und zu schlafen. Mach ich auch immer so. Bist du im Geisterhaus unterwegs? Erstmal Schlafsack rausholen. So, was haben wir hinter dieser Tür? Yay! Genau so wollte ich es nicht haben. Aber gut. Dafür zimmern wir die Viecher jetzt hier einfach mal weg. Njang.
Das hat echt nicht für beide ausgereicht. Aber okay. Alles gut. Freue mich sehr. So. Oh, krass. Was bist du denn für einer? Oh, guck mal da hinten. Ich flehe euch an. Rettet dieses Bild. Bild retten? Das Bild meiner ehrwürdigen Göttin ist von einem Dämonen besessen. Ein Dämon? Ja, ein Dämon. Und ein äußerst hartnäckiger dazu. Er lässt sich kaum hervorlocken. Wow. Rem, du darfst das Bildnis der Göttin nicht angreifen. Es würde alles nur schlimmer machen. Rem, du darfst das Bild der Göttin nicht angreifen. Es würde alles nur schlimmer machen. Uah, wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Lange lebte ich nicht in einem so vollendeten Gemälde. Niemand wird mich hier vertreiben. Aha. Fadanuk? So, dann wollen wir doch mal wieder. Ich würde diesmal sagen, das ist ein Bild, da funktioniert die Aura-Kanone besser. Wirbel. Und Kamiamia! Ja, das war okay. Sitra, das tut weh. Ja. Achso, ich musste noch ein Ziel analysieren. Du machst mal Vitra, du machst mal Analyse. So, Blitzattack, wir bleiben bei der Aura-Kanone. Dragonfire. Sammelt Punkte. Stufe 41. Ah, 30.000 Lebenspunkte, das geht voll. So, Wirbel. Alter, wenn dieser Blitz runterkommt, ne, denke ich auch so. Hier ist Weltuntergang angesagt. Shit, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob der gegen irgendwas resistent war. Aber das ist ein Bild. Dann würde ich mal sagen, Feurer ist mein Freund. So, ich versuche mich mal ein bisschen zu heilen hier nebenbei. Ja, Feurer ist mein Freund. Oh. Das hat nicht viel gebracht. Schicke einen Gefährten in den Tod. Wait. Ich glaube, es hackt. Die kann doch nicht anfangen, willkürlich hier Viecher, Leute zu manipulieren. Okay, verführen, nichts passiert. Ich glaube, ich mache die jetzt auch einmal voll. Habe ich das auf den richtigen gemacht? Ich hoffe es. Ich habe nämlich nicht. Heilig hat geheilt gerade eben. Mit der Aura-Kanone. Ich. Das kann nicht sein. Oh, schon besiegt. Also wenn das weibliche Bild war, dann hat der Heilig ihn geheilt. So, jetzt kannst du durchatmen, Onkel. Der Dämon ist vertrieben. Was hätte ich nur ohne euch getan? Dieses Gemälde ist mir wichtiger als mein Leben.
Was? Wichtiger als dein Leben? Wie aber gelangte dieser Dämon hinein? Eine lange Geschichte. Bei einer der Auktionen kaufte ich einen Stein, sein Anblick aber machte mir Lust auf ein Bild von Lakshmi. Viele Künstler rief ich herbei, doch keiner wusste mich zu überzeugen. Dann hörte ich von Relm und ließ sie zu mir bringen. Sie begann sofort mit den Arbeiten. Doch noch während sie das Bildnis Lakshmis auf die Wand brachte, fuhr der Dämon hinein. Sicher zog dieser seltsame magische Stein ihn an. Wo bewahrt ihr diesen Stein auf? Den Stein? Er liegt in einem Fach dieses Regals dort. Dann gucken wir mal. Ein Magnet. Er hat mir nichts als Ärger gebracht. Auf sowas kann ich in Zukunft verzichten. Er soll euer sein. Lakshmi-Magnet erhalten. Ich muss los. Aber keine Angst, ich komme garantiert wieder, um dieses Bild zu vollenden. Danke, Relm. Ich werde auf dich warten. Sei jederzeit mein Gast. Ja, Goodie. Und jetzt? Jetzt könnten wir, glaube ich, nochmal nach irgendwas mit Tee rüberreisen. Und vielleicht ist Relm ja jetzt wieder zurück in ihre Heimat. Und dann können wir sie vielleicht fragen, ob sie wieder Bock hat, mit uns zu reisen oder so. Das wäre doch voll cool. So, das war dieses Haus hier. Oder auch nicht. So, stimmt, genau. Saban mal den Magnet geben. Sehr wichtig. Nee, Fertigkeiten. Ja gut, ist nur Vigra, was er dann bekommt. Aber das ist... Was heißt nur? So, Phantom hat sie jetzt schon Intus. Dann kann sie... Catblepus lernen jetzt. So, sie hat jetzt gerade Fenrir. Na gut, okay. Oder ist die jetzt tatsächlich dabei? Ich glaube, ich gucke nochmal in die, in unsere Highwind, will ich die ganze Zeit sagen. Also eigentlich will ich sie ja gar nicht dabei haben, aber irgendwie... Ja, gut, okay. Hat sich schon geklärt. Gut, dann wo geht's jetzt als nächstes hin, ist die Frage. Weil da sind wir jetzt auch durch. Also im Endeffekt gibt es nämlich nicht mehr so sonderlich viel, was wir bereisen können. Wir haben jetzt einen Turm. Aber bevor ich mich in den reinwage, will ich auf jeden Fall einmal kurz abgespeichert haben. Also ich habe echt nicht so sonderlich viele Anhaltspunkte, wo wir jetzt noch hin könnten. Aber gucken wir doch da erstmal einmal kurz rein, ne? Okay, gehen wir rein. Warum auch immer.
Auf zur Turmstürmung! Was hast du plötzlich, Silas? Es ist das Kriegstriumvirat, welches den Espern ihre Magie gab. Wenn wir diese drei Götter vernichten... Du sorgst dich um die Folgen? Sicher kann niemand sagen, wie es ausgehen wird. Doch beschleicht mich das ungute Gefühl, die Esper, ja gar die Magie an sich, könnten von dieser Welt völlig verschwinden. Wenn dem so wäre. Was geschieht dann mit Terra? Drei Gruppen bilden. Oh weia, ich will keine drei Gruppen bilden. Das ist ziemlich kacke. Vor allem Stufe 14, 34, 32. Oh nee, das machen wir aber nicht. Nee. Vorher werden wir GAU auf jeden Fall mal ein paar Level-Ups verteilen, bevor wir hier anfangen. Bevor wir anfangen, die Gegner hier, also hier reinzugehen. Vor allem noch mit drei Gruppen. Das könnt ihr vergessen. Nee. Und nochmals nee.